mit Adula die 1955 und 56 den großen Dressurpreis von Aachen gewonnen hat. Wenn man sich diese Liste durchliest, da kriegt man schon, da sitzt man gleich ein bisschen gerader. Da stehen Namen wie Harry Bold, Rosemarie Springer, Josef Neckermann, Dr. Rainer Klimke, Christine Stückelberger und so weiter und so weiter. Heute geht es wieder um den großen Dressurpreis von Aachen, die der in der Kür ausgetragen wird. Wir haben 15 Starter, die sich dafür qualifiziert haben. Ein schneller Blick für Sie unten links an unsere Anzeige. Oben, klar, die erste Spalte ist der Trend, der mitläuft, damit Sie ungefähr wissen, hey, auf welchem Niveau spielen wir uns ab. Darunter dunkelgrau unterlegt jede einzelne Lektion. Es ist ja heutzutage so, dass die Reiter vor der Kür einen Ablaufplan abgeben. Das ist erst seit ein paar Jahren auch zur Berechnung, und jetzt bin ich in der dritten Zeile, des Schwierigkeitsgrads, Difficulty. Und jetzt sehen Sie da unten drunter die ganzen schwarzen Bobbles. Heißt, die Chefrichterin, Dr. Evi Eisenhardt, hat schon geklingelt, muss ein bisschen schneller reden. Diese schwarzen Bobbles zeigen an, wenn besondere Lektionskombination besonderer Schwierigkeit vorliegt. Wird der Bobble grün? Hat's geklappt? Haben die Richter es akzeptiert? Und es gibt Bonuspunkte für den Reiter. Wir legen los mit Antonia Ramel für Schweden am Start mit Brother de Jeu. Und sie zeigt uns ihre Kür zu Musik von Ed Sheeran.
Wow, wow, wow. Das geht hier aber direkt gut los. Antonia Ramel hier mit Brother de Jeu. Sie hat eine Schwester, Juliette Ramel, die war schon dabei bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften. Und genau das ist natürlich auch ihr Ziel. Sie sagt, ich wäre so irre gern mal bei einem Championat dabei und hätte so wahnsinnig gern eine Teammedaille. Wir drücken ihr die Daumen. Ich finde ein Paar, was viel Spaß macht, sehr elegant zusammen. Guck mal hier, allein den Typ fährt an. Irre elegant, hochbeinig, modern, genau wie man sich das vorstellt. Der alles wirklich, ich würde jetzt nicht sagen, der hat irgendeine Schwäche. Die hat hier wirklich eine sehr, sehr schwere und zugleich präzise gerittene Kür uns gezeigt hier in Aachen. Sie haben meinen, das ist mein Lieblingswort, klar, die Bobbles da unten vielleicht gesehen. Ganz viele Grün heißt, fast alle ihre Schwierigkeiten, ihre Lektionskombinationen, die sie on top draufgesetzt hat, wurden von den Richtern akzeptiert. Und das wird nur akzeptiert, wenn die Ausführung schon sehr gut gelungen ist. Wenn man sich das technische Notenbild von ihr ansieht, sie liegt sehr, sehr steady zwischen 7,5 und 8. Das heißt auch technisch von einem sehr, sehr hohen Wert. Diese Kür, die wir hier zu Beginn gesehen haben, Schwierigkeitsgrad über 9,5. Also das ist wirklich schon eine tolle Runde gewesen. Antonia Ramel aus Schweden, zu Musik von Ed Sheeran, gemacht von Michael Erdmann. Wir warten aufs Ergebnis und es ist wie immer. Sie können mitrichten bei uns hier, Zuschauer, Judging. Sie sehen es, die Zuschauer ein bisschen, vielleicht noch so ein bisschen verschlafen heute Morgen, erst mit 76,392%. Die Richter sind da schon großzügiger mit 79%. Jetzt war es nur schnell, jetzt machen wir es nochmal. Oh, doppelt hält besser. Mit 79,595%. Das ist das Endergebnis für Antonia Ramel. In der technischen Note, die Unterscheidung finde ich eigentlich ganz wichtig. 75,5%, das ist verdammt stark. In der B-Note, in der künstlerischen, mit 83,64% zusammen 79,595. Wir machen weiter. Das zweite Paar. Ach, was kennen wir ihn gut. Den Suppenkasper. Früher unter dem Sattel von Helen Lange-Hahnenberg. Dieses Riesenpferd mit der kleinen Person da oben drauf, hätte ich fast gesagt. Aber schon vor einigen Jahren verkauft an die Sponsoren von Steffen Peters. Steffen Peters passt, finde ich, sehr gut zu ihm. Hat eine Kühe, die rein von der Planung her etwas unter der Schwierigkeit liegt von Antonia, was wir gerade eben gesehen haben. Es ist ein moderner Remix, Upbeat Modern Remix, wie er es selber nennt. Und wir sehen die Kühe von Steffen Peters.
Jo, das war sie, die Kür von Steffen Peters mit seinem Suppenkaster. Schade, schade, der Wechselfehler in den Einerwechseln. Schade, doppelschade sozusagen, denn er hat keine Jokerlinie in seiner Kür. Es gibt ganz viele Reiter, die eine Jokerlinie einplanen, genau für Momente wie diese. Wenn so ein Wechselfehler passiert, dann können sie die Einerwechsel nochmal machen. Beim ersten Mal gab es vielleicht eine 4, beim zweiten Mal eine 6. Dann landen wir insgesamt immer noch bei einer 5. Also das ist bei 5 Richtern dann, es sind einfach alles immer Punkte. Gar keine Frage. Ja, das ist ein beeindruckendes Tier in der Trabtour, wenn er diese riesen Masse, die er natürlich hat, mit seiner Größe so elegant und vor allen Dingen, was ich finde, so schön durch den Körper arbeiten lässt. Das ist eigentlich das, was ich an diesem Pferd einfach wunderschön finde. Hier sehen wir es gerade. Er hat ihn, ja, von dem Fehler, jetzt hätte ich fast gesagt, mal abgesehen, vielleicht noch nicht immer ganz, ganz sicher vorne oben vor sich, aber sehr häufig im Seitenbild toll. Da sehen wir es nochmal, ne? Auch hier noch nicht so ganz sicher vorne oben vor, aber er hat ja noch ein bisschen Zeit, mit ihm zusammen noch weiter zusammenzuwachsen. Sein großes Ziel, das ist natürlich das Team im nächsten Jahr. Debbie McDonald, Bundestrainerin, hat sie übernommen von Robert Dover, hier mit dickem Applaus. 79,205. Aber guck mal, die Zuschauerrichter, wieder 3% drunter. Was ist los heute Morgen? Was hier sehr hoch bewertet wird mit 9, das ist die Musik und die Interpretation der Musik. Jetzt dürfen wir das mal nicht falsch versehen. Der Musikgeschmack ist damit nicht gemeint. Hier geht es natürlich darum, passt das zum Pferd, passt das zu dem, was da gemacht wird. Takt muss natürlich total stimmen. Und dann ist es ja immer schön, haben wir zum Beispiel eine Piorette, dann wird sie ein bisschen leiser. Dann kommt der starke Galopp, da muss die Musik aber natürlich auch gewaltiger werden. Das alles, dieses Interpretieren der Musik, hier, ich glaube, Steffen Peters, sehr gut gelungen. Ich hatte schon gesagt, die Kühe nicht ganz so schwer konstruiert wie die erste von Antonia Ramel. Wir sehen es auch hier insgesamt mit dem Schwierigkeitsgrad nicht ganz so hoch. Da liegt er zwischen 8,2 und 8,6. Die Top-Küren, die gehen ran an die 10. Ich sag's Ihnen, das werden wir heute noch sehen. In der A-Note liegt er bei 75%, was auch ein sehr gutes Ergebnis ist. Antonia Ramel war da einen Hauch höher. In der B-Note insgesamt bei 83%. Folglich enden wir bei 79,2. Die Chefrichterin hat schon wieder die Hand an der Glocke, heißt noch schneller reden. Also, ganz knappe Führung, Antonia Ramel vor Steffen Peters. Und jetzt kommt noch eine Reiterin aus den USA. Catherine Bateson-Chandler, und sie hat Alcazar mitgebracht. 14-jährig ist er, dieser Contango-Sohn. Da klingelt's schon. La La Land, das ist ihre Musik, die sie hat schon seit 2-3 Jahren jetzt, und wir sehen ihre Kür. Thank you.
Auf den Punkt hier Catherine Bateson-Chandler im Sattel von Alcazar. Sie sehen es ganz schnell noch an den grünen Bobbeln. Sie hat einiges super hinbekommen. Insgesamt finde ich wirklich auch eine sehr gut gerittene Kühe. Aber auch nicht alle, die anerkannt wurden. Sie hatte zum Beispiel einmal drin 15 Einerwechsel oder mindestens 9 sind es dann ja hier in der Kühe auf einer gebogenen Linie. Aber diese gebogene Linie war wirklich nur, ich darf mal sagen, angehaucht gebogen. Und dann wird das natürlich nicht in dieser Konsequenz als gebogene Linie. Wenn man das auf einer Zirkellinie macht, das ist sicherlich eine gebogene Linie oder eine deutliche, keine Ahnung, einfache Schlangenlinie oder sowas. Aber die Linie von ihr, die war eben doch eher gerade als gebogen und dann wird sowas nicht anerkannt. Also das ist schon wirklich ein ganz gut durchdachtes System, was wir hier haben. Catherine Bateson-Chandler und Alcazar. Ganz imposanter Typ auch, einer, der sich richtig bewegen will und das bleibt wichtig. Also im Grunde sind die Spielregeln jetzt in der Kühe natürlich keine anderen als in der als im normalen Sport, im Grand Prix, im Spezial, hätte ich jetzt gesagt, die Technik steht vorne dran und die Technik wird auch bewertet in der B-Note. Da ist er, Karl Hester.
und Debbie McDonald, die der National Coach der Amerikaner. Licht im Schwierigkeitsgrad rund um die 9. Also es war absolut eine schwere Kür, nicht ganz so schwer wie Antonia. Die war also wirklich bisher das Schwerste, was wir heute hier gesehen haben. Sie wird, glaube ich, etwas drunter liegen, ist in der Qualität, in der technischen Ausführung oft rund um die 7, 7,5, nicht ganz so hoch angesiedelt, wie wir das jetzt schon heute Morgen bei anderen gesehen haben. Warten aufs Ergebnis. Wenn Sie nicht nur warten wollen, sondern wenn Sie wirklich mitmachen wollen, das ist gar kein Problem. Das kennen Sie, Spectator Judging kennen Sie, die meisten von Ihnen kennen auch die App, die man sich runterladen kann. Wir machen es noch ein bisschen einfacher dieses Jahr. Oben links auf den Icon gehen, direkt bei unserer Live-Übertragung und dabei sein, Ihre Note abgeben und vergleichen, wie liege ich im Vergleich mit den anderen. Da haben wir sie, die Note. Das muss man schon sagen. Die Richter machen hier einen guten Job. Fast in jedem Moment dieser 5 Dressurtage liegen sie absolut nachvollziehbar. Natürlich nicht genau gleich, aber auf einer Linie. Und das ist ein Riesenvorteil für den Sport. Es gibt auch dem Betrachter, dem, der hier mitfiebert, einfach das Gefühl, da hier mehr Übersicht zu haben. Wir liegen in der technischen Note, ja, ich glaube, so hatten wir es uns vorgestellt, ein ganz klein wenig unter den ersten Reitern mit 74,45%. In der B-Note 80,88, gibt gesamt 77,665% für die Amerikaner. So, Achtung, jetzt kommt einer. Er war gestern Abend auch bei uns hier in der Vier-Sterne-Kür. Er ist ein Spanier und ich meine das jetzt einfach mal sagen zu dürfen. Ich glaube, das ist so ein richtiger Vollblut-Spanier. Der liebt hier die Show. Ich muss immer wieder an Rafael Soto denken. Ich weiß, es ist schon ein paar Jahre her, aber vielleicht erinnern Sie sich, wenn er hier seinen Zylinder in die Menge schmiss. Schade, nachher wurde es ihm verboten. Aber das, meine ich, ist genau das Ding. Die Spanier lieben hier diesen Auftritt, machen eine tolle Show. Und ich finde, es ist einfach, da springt so ein Funke über, genau das, was wir wollen. Ohne, Achtung, ohne, dass wir hier eine Show machen wollen. Aber der Funke, das ist doch genau das, was hier passieren soll. Er hat mitgebracht seinen Championatspartner der vergangenen 3 Jahre in Rio bei der Europameisterschaft in Trine waren die beiden dabei. Claudio Castilla Ruiz und Al-Kaid.
Ja, genau das meine ich. Seine einhändige Passage. Schade. Dann am Ende in der Piaffe, da hat er doch irgendwie einmal kurz Angst gekriegt. Links der National Coach Rudolf Zeilinger. Claudio Castilla Ruiz und sein Alkai. Er hat das natürlich echt gut gemacht. Er hat die Stärken von seinem Fuchs richtig, richtig ausgespielt. Die Piaf-Passage-Tour natürlich in allen möglichen Variationen, hätte ich jetzt fast gesagt, hier gezeigt. Und was war das für ein Anfang? Also das war schon echt originell. Der hier kurz fast verblüfft hat. Los geht's und zack, direkt rein in die Piorette, anderthalb, zweimal rum. Er hätte sicherlich vielleicht mal ein bisschen mehr durchgesprungen sein dürfen, aber von der Idee, das war schon gut. Da hat man schon einmal gesagt, so Achtung, Hölle. Und was ich richtig gewagt, aber gut auch ausgeführt fand, starker Galopp und dann zack, rein in die Piaf-Piorette. Das war schon eine tolle Kombination. Die Piaf-Piorette übrigens, wenn sie mindestens 180 Grad, also mindestens ein Halbmal rum, dann kriegt sie den Koeffizienten, also den mal 0,2 gibt es dann Bonuspunkte obendrauf. Und genau das haben die beiden hier, glaube ich, uns sehr, sehr gut gezeigt. Ja. Super Bild. Danke dafür. Super das Bild. Genau das ist es. Das ist es, was man so oft gar nicht sieht. Wie viel Emotion steckt denn bloß dahinter? Wie viel Passion, bis man es geschafft hat? Ja, schade. Ne? Erst war dieses Stocken, aber dann, guck doch mal, da geht der hier in die Piaf-Piorette. Und wenn er diesen Übergang noch besser hinkriegt, dann wird das Ganze natürlich noch wertvoller. Und ich sag Ihnen was, der freut sich jetzt, glaube ich, hier total, genau wie Rudolf Zeilinger. Denn das ist definitiv neues Bestergebnis in einer internationalen Kür für Claudio Castilla Ruiz. So viel hat er noch nie gehabt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das selber hier gerade schon verarbeitet. 79,385, so viel haben die beiden noch nie bekommen. Er ist noch so ein bisschen kritisch, warum eigentlich? Hat gut funktioniert, war alles in Ordnung. 74,05 seine A-Note im Schnitt. 84,72 die B-Note im Schnitt. Und schwer war es, er liegt weit über 9 beim Schwierigkeitsgrad. Kompliment für diese Kür, 79,385% sind es insgesamt für dieses Paar aus Spanien. Eine haben wir noch, bevor wir eine ganz kurze Pause machen, nicht, dass sie uns wegrennen, für die Bodenpflege. Es ist für Schweden. Rose Mathisen und sie hat ihren 15-jährigen Swedenwind dabei, den 007-Sohn. Sie reitet zu einer Musik von der Show The Ref, einer Show in Las Vegas, arrangiert von Symphony und Sound Design. Und wir sehen die Kür von Rose Mathisen. Rose hat im Vorfeld gesagt, ich habe echt ein Ziel. Ich würde so gerne hier auch ein Personal Record aufstellen. Claudio hat es geschafft. Wir drücken ihr die Daumen.
war sie, Rose Mathieson mit ihrer Kür. Guck mal hier, alle Bobbles grün heißt, all das, was sie sich vorgenommen hat, hat funktioniert. Wobei sie, ich darf mal salopp sagen, den Ball auch ein bisschen flach gehalten hat, den Schwierigkeitsgrad nicht ganz, ganz so hoch angesetzt hat. Was natürlich echt richtig, richtig schade war. Sie hat ja hier auch einen gewagten Start in die Kür losgelegt, direkt mit den Einerwechseln, die dann leider schief gegangen sind. Das ist so ein bisschen wie den ersten in irgendeinem Parcours. Da ärgert man sich natürlich. Aber da hat sie ihre Kür auch echt durchdacht konstruiert, hatte nachher nochmal diese Linie drin mit den Einerwechseln, die dann auch wirklich sehr schön geklappt haben. Sehr viel Piaffen da drin, Schwierigkeiten auch in Richtung Passage, Traversale. Da hat man manchmal so ein bisschen auf seinem Stuhl gesessen und hat gedacht, na komm, er macht das sehr, sehr ordentlich, hätte aber vielleicht hier und da noch so ein bisschen mehr Energie, noch so ein bisschen mehr Elastizität mitbringen dürfen in die ein oder andere Lektion. Rose Mathieson war das mit Three the Wind und ihrer Kür hier. Das war das erste Drittel. Wir haben dreimal fünf, ein Päckchen sozusagen von dreimal fünf Startern, die ja in Gruppen gelost werden, je nach ihren Platzierungen aus den vorangegangenen Prüfungen, also gestern aus dem Spezial. So, das Ergebnis. Wir liegen bei, oh, guck mal, die Zuschauer. Ich glaube, die sind heute wirklich streng. Ja, das Ergebnis liegt bei 76,850%. Ich finde immer ganz spannend den Blick. Das setzt sich nämlich zusammen aus der A- und aus der B-Note natürlich. A-Note bei 72,9. Also in der Technik, wir hatten es gerade schon mal angesprochen, zwar etwas niedriger, in der B-Note 80,8, sodass wir bei 76,85 landen. So, wir machen eine kurze Bananenpause und dann geht es weiter bei uns mit dem nächsten Starter hier um 11.03 Uhr. Ranking, wie es uns im Moment noch vorliegt nach den ersten Fünfen, legen wir los mit dem zweiten Drittel. Wir legen los mit einer Reiterin aus Schweden. Sie erahnen natürlich schon, wer es ist, wer hier durchs Bild trabt. Es ist Therese Nilshagen. Übrigens, die Schweden hier schon ganz erfolgreich gewesen. Sie erinnern sich vielleicht, 2015 gab es einen schwedischen Sieg hier im großen Dressurpreis von Aachen. Tine Williamson war das mit Don Auriello. Therese Nilshagen jetzt, na klar, im Sattel von Dante Veltino. Er ist inzwischen 12, die zwei schon super, super erfolgreich unterwegs. Das große Ziel kann für die beiden nur sein, nächstes Jahr Tokio. Sie reitet auch zu einem schwedischen Song, Fire in the Rain. Wir lassen den Rain heute bitte weg, ansonsten gedrückte Daumen für Therese Nilshagen.
Hollari, hollari, tolle Kühe, ganz tolle Kühe hier von Therese Nielshagen. Okay, die Piaffen, die hätten gerne vielleicht noch so einen Hauch aktiver sein dürfen. Aber was für ein feines Reiten, was für super, super gesetzte Galopppirouetten. Das hat sie natürlich auch wirklich sozusagen ausgekostet. Kommt da in diesen Galoppsprung, der einfach gewaltig ist. Starker Galopp, zack, hinsetzen, Galopppirouette und das alles mit wirklich ganz, ganz feiner, sanfter Einwirkung. Also ich muss sagen, ich fand's absolut klasse. Sehr, sehr schönes Reiten. Dante Bertino in einer vorbildlichen Anlehnung mit einer ganz großen Zufriedenheit hier. Guck doch mal, was ein Moment, was für ein weites, müheloses Kreuzen. Also das war wirklich eine Kür vom Allerfeinsten. Mir hat sie unheimlich gut gefallen. Sie war schwer, gar keine Frage. Wie gesagt, wenn sie jetzt in den Piaffen noch den Ober-I-Punkt draufsetzt und da ihn vielleicht zum sogar noch energischeren Abfußen animieren könnte. Aber guck doch mal hier, die Hand ganz vorne, aber er bleibt trotzdem vor ihr. Man kann ja die Angst haben, Mensch, wenn sie so gar keine Hand mehr hat, also gar keinen Druck mehr noch, dass er ein bisschen hinter sie kommt. Aber so war das nicht. Der war immer vor ihrem Bein. Ja, nee, Piaffen, da würde ich mir, ne, da geht sie so ein bisschen ins Vorwärts, hat sie ja auch recht. Die Piaf, diesen Fächer-Pirouette, ein bisschen angedeutet, aber ich würde mich doch jetzt nicht wundern. Ihre persönliche Bestleistung bisher 81,495. Meine lieben Zuschauer, Sie sind heute Morgen aber wirklich ein bisschen sparsam. Hier, guck mal, ganz klar, ich sehe es ganz genauso, absolut beste Kühe ever von ihr, 83,395% und die klare Führung. Sie liegt in der Technik, Achtung, für mich noch wertvoller als alles andere. Sie liegt in der A-Note bei fast 80% mit 79,15. Da kann man schon mal genau hingucken, das finde ich auch. In der A-Note bei 79,15 im Schnitt. In der B-Note, in der künstlerischen, bei 87,64 und gesamt ihre neue persönliche Bestleistung mit 83,395%. War eine tolle Kür. Vielen Dank an Therese Nielshagen. Judy Reynolds für Irland am Start. Sie hat eine Kür, die basiert auf der Musik von Lord of the Dance. Das passt natürlich wie Faust auf Auge hier zu dieser irischen Reiterin. Und natürlich hat sie ihn dabei, ihren Vancouver, der zu Hause ja, das wissen wir nur, JP genannt wird. 17 Jahre, voller Energie, überhaupt keine Frage. Und wir sind gespannt auf die Kür von den beiden, Judy Reynolds und Vancouver.
Und ihr Vancouver hier bei uns. Ja, der ist schon so ein kleiner Kerl, der immer gerne ein bisschen Schalk auch im Nacken hat. Ich glaube, das hat er uns hier zweimal gezeigt, gleich zu Beginn. Da ist er doch mit, hat sich so ein bisschen rausgehoben, will ich fast mal sagen, statt direkt flüssig den Übergang in die Piaffe zu finden, die sie ja praktisch aus dem Gruß heraus entwickelt hat. Und dann jetzt eben auch nochmal ganz am Ende aus dem Galopp heraus in die Piaffe, auch das mit einem Widerstand. Was ich nicht ganz verstehe, aber vielleicht war das vom Gefühl her auch gar nicht so. Sie hatte Einerwechsel drin, die Einerwechsel nicht ganz hoch bewertet, irgendwo zwischen 5 und 6, weil er da nicht immer ganz gut durchgesprungen ist. Sie hatte eine Jokerlinie, hat diese Jokerlinie aber für den starken Galopp nochmal genutzt, statt die Einer zu machen. Also ich glaube fast vom Gefühl her war es vielleicht gar nicht für sie so spürbar, dass er da nicht alle Einerwechsel toll durchgesprungen hatte. Das kann natürlich absolut auch passieren, überhaupt gar keine Frage. Ja, und diese doppelte Spannung zu Beginn der Piaffe, bei der Einleitung der Piaffe, das ist natürlich was, das kriegt sie dann auch nochmal so ein bisschen zu spüren in den Fußnoten, Noten bei Harmonie zwischen Reiter und Pferd. Judy Reynolds, heute nicht mit einer optimalen Runde unterwegs. Nichtsdestotrotz hat sie ihren JP wirklich in der Topform mit 17 Jahren. Man sagt ja immer, also die zwei, die gehören schön, ne? Wenn man hier noch sieht, wie die schön ausgetrabt werden, das finde ich immer schön. Man denkt bei Judy Reynolds natürlich sofort an Vancouver. Das ist ihr Pferd, mit dem sie ihre ganzen Firsts irischer Dressurreiterei gefeiert hat. Aber sie hatte durchaus übrigens auch schon Championatspferde davor, war mit Remember beispielsweise bei den Weltreiterspielen in Lexington und hier in Aachen 2006, da war sie auch dabei im Sattel von Rathbun Valet. Also eine Reiterin, die durchaus schon mit, und Burgfräulein, Mensch, hätte ich fast vergessen, Burgfräulein hatte sie natürlich auch noch, also mit vier verfehlenden Pferden schon Championate geritten ist. Heute ihr Vancouver
vielleicht nicht in der allerbesten Form bei uns in Aachen. So, und wir machen weiter mit der nächsten Reiterin. Sie kommt aus Amerika, sie heißt Adrian Lyle und sie hat einen richtigen, richtigen Go mit ihrem Salvino. Da ist sie, Debbie McDonald, National Coach, Adrian Lyle und Salvino. Salvino, der inzwischen 12-jährige Sohn von Sandro Hit, hieß übrigens früher mal Sandronna Hall, was schon auf die Mütterlinie natürlich auch ein bisschen Rückschlüsse gibt. Adrian Lyle zeigt uns ihre Musik, die im Stile des American Gospel Rock verfasst ist. Bruce Springsteen hat hier mit seinem Land of Hope and Dreams inspired. Insofern bin ich sehr auf die Musik gespannt. Ich finde, das klingt sehr spannend. Adrian Lyle, die von ihrem Salvino nicht nur total begeistert ist, sondern sie sagt auch, das ist eigentlich so ein ganz typischer Gentleman. Also, der Gentleman, die Glocke der Chefrichterin Dr. Evi Eisenhardt und wir freuen uns auf ihre American Gospel Rock Kür, Adrian Lyle. Oh,
war das und ihre Kür mit ihrem Hengst Salvino. Mann, 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 die zwei, die haben sich aber auch zusammengefunden. Das ist sehr, sehr schönes Reiten, was sie da macht. Wirklich ein Zelebrieren feinsten Reitens. Ich finde in der Piaffe heute nicht, er hatte tolle Momente da drin, aber er hatte auch Momente da drin, da war er vielleicht nicht ganz so entschlossen im Anfuß, auch nicht ganz so entschlossen an die Hand nach vorne heran, was ich super, super fand, waren immer die Verstärkung, was geht da nach vorne los, aber auch die Rückführung dann sehr weich, sehr sanft. Das hat mir sehr gut gefallen. Dreimal haben dieses Paar schon über 80% gepunktet. Und ehrlich gesagt, ich würde mich doch sehr wundern, wenn sie da heute nicht auch wieder hinkommen. Ihre bisherige, ich betone das, bisheriges Bestergebnis liegt bei 81,83. Das war dieses Jahr beim Weltcup-Finale in Göteborg. Da sind die beiden auf dem 7. Rang gelandet. Aber, würde mich doch echt wundern, wenn wir nicht eine neue Personal-Best-Runde hier gesehen hätten. Ja, da kann man nicht mit der allerletzten Konsequenz. Jawohl! Drei und... Oh, wow, wow. Sie setzt die Nase sogar knapp vor Therese Nielshagen und übernimmt hier die Führung. Adrian Ryle und Salvino mit 83,56 Personal-Best und die Führung hier bei uns im großen Dressurpreis von Aachen. Debbie McDonald flippt aus vor Freude. Das können die Amerikaner gut. Oh, ganz ernstes Gesicht. Na, sagen wir mal, sehr konzentriertes Gesicht hier gerade noch rechts beim Dressurausschussvorsitzenden Klaus Böser. Glatte 79% hat sie für die A-Note bekommen. Adrian Lyle 88,12% für die B-Note. Und insgesamt landen wir dann bei 83,56%. Schwierigkeit, klar, die Kür war schwer, nicht, ich darf mal sagen, nicht rattenschwer. Da haben wir noch schwerere, sie liegt in der Schwierigkeit zwischen 9,1 und 9,3. Also auf jeden Fall ist das hier ein unfassbares Niveau, was wir sehen, 83,56, das ist die Führung. Und dahinter folgt Therese Nielshagen mit 83,395%. Die nächste Reiterin, ich weiß nicht, ob sie Ihnen auch so geht, sie hat mich in den vergangenen Tagen hier definitiv geflasht. Unheimliche Runden hat sie uns hier gezeigt, ist mit drei Pferden in allen drei Touren dabei, hat gestern Abend mit ihrem Weltmeister in der Inter-1-Runde hingelegt. Das war absolut zum Niederknien. Charlotte Fry und Glamour Day gestern Abend in der Inter 1. Wer es nicht gesehen hat, bei uns ist es in der Mediathek. Jetzt sehen wir die junge Britin am Start hier mit Dark Legend, elfjährig, ein Sohn von Zuccaro. Zu Hause ist sie in den Niederlanden, reitet für den Stall Van Olst, war früher übrigens eine Schülerin von Karl Hester. Und irgendwie hat man schon das Gefühl, er hat ihr doch auch deutlich seinen Stempel aufgedrückt. Die Kür von Charlotte Fry.
Da war heute schon so ein bisschen Druck drauf, wenn man das so sagen darf, bei Dark Legend. Er hat es ja schon am Anfang nicht so richtig aushalten können. Der erste Gruß zeigte schon, ruhig stehen ist heute nicht. Gas, Gas, ich will los. Und dann war es doch recht deutlich. Das war natürlich auch echt schwierig, ne? Aus der Piaf-Pirouette in die Galopp-Pirouette. Richtig schwieriger Übergang. Aber entweder er hat schon gewusst, was kommt, oder er war insgesamt so ein bisschen unter Strom, glaube ich auch. Da hat er ihr die Piaf-Pirouette doch so ein bisschen zerstört. In der Galopp-Pirouette war er ein bisschen auf der Flucht und hat diese Spannung stückweise doch in die Galopptour mitgenommen. Gerade, glaube ich, auch bei den Wechseln von Sprung zu Sprung, da war doch Spannung drin, nicht jeder Sprung mehr ganz so locker durchgeschwungen im Hinterbein. Ja, hier sehen wir das nochmal, dieser Moment, da haut er ihr echt so ein Stück weit ab. Sie hatten nicht mehr richtig unter Kontrolle, obwohl sie das echt noch cool managt. Und er ist dann aber doch so ein bisschen auf Zug. Da muss sie, wir haben gerade so das Ende noch gesehen, da musste sie ihn wirklich schon einmal wieder so ein bisschen zu sich holen. Am Ende dann wieder sehr gut konzentriert bei ihr, aber auch der Schlussgruß nicht lange ausgehalten, er konnte nicht warten. Ich glaube, das ist schon was, da muss er aufpassen, ne? Wenn man das nicht auch vielleicht sich in der Prüfung die Zeit nimmt. Hey, stehen oder zumindest am Ende. Die Phase gab es schon, vielleicht erinnern Sie sich, ist ein paar Jahre her. Da hatten wir wirklich jedes zweite Pferd im großen Viereck, konnte nicht halten. Das ist eigentlich komplett vorbei. Ich verstehe das auch, die wollen los, klar, da ist Spannung drin. Aber ich glaube, da muss man wirklich sehr, sehr früh aufpassen. Stehen üben. Charlotte Fry, nichtsdestotrotz, auch wenn das hier jetzt heute nicht ihre Spitzenrunde war, insgesamt hat diese junge Frau in Aachen aus meiner Perspektive einen riesen Fußabdruck hinterlassen. Ganz sicher ein riesen Talent, was die Briten da haben. Ich bin sehr gespannt auf diese junge Dame. Heute, Sie haben es gerade schon eingeblendet gesehen, 75,465%. 70,65 in der A-Note, 80,28. Übrigens, so viel sei noch erlaubt. Die Abstimmung der Musik, gerade in der Piaf Passage Tour, war doch absolut oberexzellent. Da konnte man so richtig hineinkriechen in Pferd und Reiter mithilfe der Musik. Ein Mann, der für Dänemark am Start ist, ein absolutes Luxusproblem hat. Er hat Bluehorse Zack, den hat er nicht hier dabei, hier hat er dabei Don Olimbrio. Und im Grunde sagte er gestern bei der Pressekonferenz, die sind beide so toll, ich kann mich gar nicht entscheiden. Wen soll ich denn bloß mitnehmen auf die Europameisterschaft? Die Bundestrainerin der Dänen, Prinzessin Nathalie zu seinem Wittgenstein, hat gesagt, mach, was du für richtig hältst. Daniel Bachmann-Andersen, da ist er mit seinem Don Olimbrio, Spider-Man und Death Pool. Das ist die Musik, auf der er seine Kür aufgebaut hat.
Michael Bachmann-Andersen und es steht in seinem Gesicht geschrieben, schade, das war heute nicht unser Tag. Wir dürfen bitte mal eins nicht vergessen. Die Pferde sind jetzt fast eine Woche hier vor Ort. Das ist die dritte Prüfung hier. Das ist ja wirklich, das gibt es sonst eigentlich nur auf einem Championat, dass die Pferde drei Prüfungen geben. Wir haben ja sonst meistens nur Grand Prix und Spezial oder eben Grand Prix und Pur. Vielleicht ist wirklich auch so ein ganz klein bisschen die allergrößte Luft raus. Er hatte Fehler da drin, die er sonst nicht hat. Den Wechselfehler in den Einerwechseln, da war Donald Umbria wirklich bei den ersten Einern so gar nicht mehr so richtig in der Spur. Er hat die Einer ja nochmal gezeigt auf gebogener Linie und da hat er einfach, es ist ein Spitzenreiter. Super reagiert in meinen Augen, ist so ein bisschen aus dem Rücken rausgegangen, hat Don Olimbrio das Genick etwas tiefer gelassen und es ihm so natürlich leichter gemacht, dann den Rhythmus in den Einerwechseln zu finden. Nichtsdestotrotz war er dann natürlich von der Bewertung her nicht mehr ganz oben dabei. In den Piaffen heute meines Erachtens nicht ganz so überzeugend, wie wir ihn sonst kennen, diesen, er ist ja auch jung, wirklich, diesen 11-jährigen Blue Horse Don Olimbrio. Ein Spitzenpferd, ein Spitzenreiter, heute nicht in Spitzenverfassung. Das wäre jetzt mein großes Fazit. 80,250, das ist immer noch eine Spitzenwertnote, aber er hatte schon mal 84, das war dieses Jahr zu Beginn. Lars Petersen übrigens, der Trainer. Zu Beginn des Jahres bei der Weltcup-Station in Zerbst-Hogenbosch. Also die beiden heute nicht ganz an ihr Top-Ergebnis herangekommen. Aber wie gesagt, junges Pferd, die haben eine lange Woche hier hinter sich. Er liegt in der A-Note bei 76,7, in der B-Note bei 83,80 und landet gesamt auf 80,250. Achtung, wir haben eine ganz kleine Pause zum Durchschnaufen und dann starten wir mit Dorothee Schneider in das letzte Drittel, die letzten fünf Paare. Ihre Startzeit 12.05 Uhr, Showtime nicht verpassen, schnelle Zeit für einen Kaffee, bis gleich. Davon kommen aus Deutschland und es geht auch gleich mit einer deutschen Reiterin los. Es ist Dorothee Schneider und ihr Showtime. 13 Jahre ist er inzwischen. 2016 waren die beiden in Rio. Danach hat er sich eine Auszeit gegönnt. Jawohl, Ursula von der Leyen ist Stammgast. Sie ist jedes Jahr hier in Aachen dabei, hat ja auch gestern bei der Siegerehrung der Nationenpreismannschaft gratuliert. Dorothee Schneider und Showy, wie er genannt wird, hatten genau hier in Aachen vor 3 Jahren, 2016, ihre bisher allerbeste Kürwertung. 86,925%. Er ist noch weiter gereift, hat uns gestern eine Wahnsinnsrunde gezeigt. Jetzt geht's los.
Wow. Dorothee Schneider und Showtime. Mann, die sind in einer Verfassung, die ist schon absolut grandios. Ich glaube, dass die Passagen wirklich Vollendung sind. Für mich ist es das totale Vollendung. Es hagelt ja auch Zehner im Notenprotokoll. Ich verstehe die Zuschauer hier so, so gut. Das war wirklich, das war eine tolle Runde. Da waren auch mini, mini Dinger drin, die immer noch besser gehen. Sie haben es vielleicht gesehen, in der Piaf Pirouette am Ende dreht er so ein bisschen gegen den inneren Schenkel. Also das ist jetzt wirklich, ich komme hier fast schon ein bisschen bekloppt vor jetzt hier, irgendwelche Häkchen zu suchen, aber irgendwie müssen wir ja verstehen, warum am Ende nicht die 100% stehen. Es waren Mini-Häkchen drin, aber das Gesamtkunstwerk, was wir hier gesehen haben, wow, 89,660, das ist ganz klar ihre bisher beste Leistung mit diesem Pferd, insgesamt das Beste, was die beiden uns je gezeigt haben. In der Kür, mit Höhepunkten, unfassbar. Ja, da kam sie nicht, ne? Das war auch so eine, das war einer von diesen Mini-Mini-Hakern, dass er nicht ganz optimal rauskam aus dieser Linkspirouette, aber boah, die sind in einer Verfassung, was ich wirklich fast am allerschönsten, na, das ist jetzt vielleicht auch übertrieben, aber diese unheimlich stabile Anlehnung, die er bekommen hat, das war ja früher so ein bisschen der Punkt, dass er sich manchmal ein bisschen geduckt hat, hätte ich jetzt fast gesagt. Und er steht da und präsentiert sich mit einer Selbstsicherheit und einer Ausstrahlung vom Allerfeinsten. Das war die Queen-Kür von Dorothee Schneider. Es ist übrigens die Kür, ja, die sie auch schon 2016 in Rio hatte. Aber sie hat sich dem ja nur viermal geritten. Die Besitzerin Gabriele Kippert und na klar der Teamwirt, der Ausschussvorsitzende. Hier ist alles vorhanden natürlich. Hier wurde ja auch übrigens natürlich für die Europameisterschaft in Rotterdam nochmal wichtige Eindrücke gesammelt. Aber es wird dieses Jahr nicht wie sonst das Team benannt. Die Longlist ist raus. Die Longlist, die ist jetzt nur nicht eine ganz große Überraschung. Einfach die EM, die ist ja erst Ende August. Also da hat man natürlich noch so ein bisschen Zeit. Es war einfach wunderschön, Dorothee Schneider. 89,660% Personal Best. Und für uns, glaube ich, ein sensationelles Erlebnis hier in Aachen. Charlotte Dujardin auf ihrem allerletzten Turnierauftritt mit diesem Pferd. Zumindest will es der angekündigte Plan der beiden bisher so. Erlentanz, der ja eigentlich einem Schüler von ihr und Karl Hester gehört. Der hat sich das Bein gebrochen, deswegen reitet sie in einige Turniere. Sensationelle Turniere übrigens, hat uns auch hier schon sehr, sehr, sehr schöne Runden im Grand Prix und Spezial gezeigt. Jetzt kommt ihre Kür zu der Musik von How to Train the Dragon.
Meine Güte. Also diese Lady, die macht wirklich einen Job im Sattel, da kann man nur den Hut ziehen. Unfassbar, wie schnell links Karl Hester klaren sie erkannt. Unfassbar. Ich meine, sie kennt dieses Pferd natürlich aus dem Training, hat ihn jetzt aber, glaube ich, hier auf dem vierten Turnier vorgestellt. Mit einer Präzision und einem Gefühl fürs Maß vom allerfeinsten. Starke, starke Runde. Hier Charlotte Dujardin und Erlen Tanz. War jetzt vom Schwierigkeitsgrad her nicht ganz so groß. Gucken Sie mal unten, diese schwarzen Bobber, die wir da haben, heißt so von den Kombinationen her, da war jetzt nicht ganz so viel Schwierigkeitsgrad drin. Sie liegt auch, Sie sehen es, Difficulty 8,5, da waren die anderen weit, weit drüber. Aber Interpretation der Musik, sehr, sehr gut, finde ich, hat richtig gut gepasst. Liegt hier irgendwo zwischen 9 und 9,5 bei den Richtern. Sehr, sehr hoch bewertet. Und wo sie ganz dick Punkte kassiert. Ich finde total zu Recht. Harmonie zwischen Reiter und Pferd. Super, super Reiten. Hier bewertet mit der 9 und der 9,5. Ja, kann ich absolut zu 100% nachvollziehen. Und wir sind auf dem Wege zum Ergebnis. Erlentanz. Und Charlotte Dujardin. Nein, an Showtime kommt sie nicht ran, das ist gar keine Frage. Aber jetzt gucken Sie mal rechts unten. Spectator Trend 71, das kann nicht sein. Das ist einfach definitiv viel zu wenig. Und wir haben es. Das Ergebnis für Charlotte Dujardin und Erlen Tanz. 84,295%. Sie sehen gerade da nicht nur den Johnny Hilberath, den Co-Bundestrainer, sondern auch vorne dran Dallera, die sich auf den Weg macht. Denn die ist auch gleich dran. Also Charlotte Dujardin mit 84,295% ordnet sie sich hier bisher auf dem zweiten Rang ein. Und sie hat ja selber gesagt, dass das ein gutes Pferd ist, weiß ich, ich kenne den. Aber dass wir hier so weit vorne mitmischen, das habe ich überhaupt nie für möglich gehalten. Aber das tut sie nicht zuletzt wegen, ich finde, ihres sensationellen Reitens. Katrin Dufour am Start mit Bohemian. Da passt es natürlich. Ihr Musikthema kann fast kein anderes sein als Bohemian Rhapsody. Neu ist die Kür für ihren neunjährigen. Neunjährigen, das muss man sich schon so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Partner, den sie hier mitgebracht hat. Katrin, ein ähnliches Luxusproblem in Anführungszeichen wie ihr Teamkollege Daniel Bachmann-Andersen. Beide mit zwei Top-Pferden unterwegs. Und müssen sich dann natürlich irgendwann entscheiden, wen nehmen wir zur Europameisterschaft. Hierhin mitgebracht in die große Tour hat sie Bohemian gestern mit Cassidy eine Kühe geritten, die auch richtig, richtig vom Feinsten war, die Kühe gewonnen. Und jetzt kommt ihre Kühe mit ihrem neunjährigen Partner.
Das ist ja eigentlich unwahrscheinlich. Was hat dieses Pferd für eine Einstellung zum Sport? Es ist die dritte schwere Prüfung innerhalb von 4 Tagen. Dieses Pferd ist 9 Jahre jung und gibt hier im Viereck definitiv alles. Man hat, glaube ich, in einigen Momenten vielleicht so ein bisschen gesehen, dass er echt jetzt seine Kräfte ein bisschen aktivieren muss. Da wurde er so ein bisschen enger, ist so ein Tick abgekippt, hat sich nicht mehr mit der allerletzten Konsequenz vorne oben vor ihr getragen. Aber was schmeißt der hier sein Herz in den Ring für seine Reiterin, die das sensationell gemanagt hat? Katrin Dufour und dieser 9-jährige Bohemian mit ihrer Bohemian-Kür. Ganz großes Kino. Sie sehen das, ne? Er will die Füße weg. Der will absolut diesen Sport. Der macht ja gar keine Schwäche. Der kann das alles auf den Punkt. Ab und zu habe ich gedacht, so, na, jetzt kippt er ihr ein bisschen ab. Da wird er ihr auch in der Wechseltour so ein Stück eng. So nach dem Motto, jetzt wird es aber gerade anstrengend. Was für eine Runde. 85, gucken Sie sich das mal an. 85,390%. 9-jähriges Pferd, der überhaupt in seinem Leben meines Wissens erst seine 2. Kür gegangen ist, allerhöchstens die 3. Das ist schon wirklich bemerkenswert. Die Dänen, die haben hier aber mal ganz arg ihren Finger gehoben, auch Richtung Europameisterschaften, sind 2. geworden im Nationenpreis. Lächelnd saß sie da, hier ist sie mit dem Zopf. Natürlich Prinzessin Nathalie Susanne-Wittgenstein, die Nationaltrainerin der Dänen, und sagte, ja, ich bin zufrieden, wir sind gut drauf. Ich würde sagen, wir wissen ziemlich genau, was sie uns damit sagen wollte. Tolle Truppe hat sie da zusammen und nicht zuletzt natürlich mit dieser jungen Dame, Katrin Dufour, und ihren beiden Spitzenpferden, Bohemian und Cassidy. In der Schwierigkeit hat sie, Gott sei Dank, Pferd ist 9, noch so ein bisschen weniger aufgetrumpft als ihre Vorreiter in der Ausführung. Top. A-Note 80,1, B-Note 90,6, Gesamt 85,39 und der 2. Rang im Moment hinter Showtime und Dorothee Schneider. Die 12-jährige TSF Dalera BB im Sattel, Jessica von Bredow-Werndl, mit ihrer mit ihrer Kür zur Musik La La Land. Und was sagt Jessica so schön von Dalera? Dalera ist ein richtiger Rockstar. Sie liebt die Bühne, sie liebt diese Kür. Und wir sind sehr gespannt. Natürlich ist das große Ziel, das Nahziel Euro, Fernziel, logisch, Tokio. Jessica von Bredow-Werndl und Dalera. Somebody's eyes.
Jessica von Bredow-Werbel und TSF Dalera BB. Wunder, Wunder, wunderschöne Piaffen mit Piaff-Pioretten. So lässig, so perfekt in der Anlehnung, hab ich selten in dieser Machart gesehen. Überhaupt die Zufriedenheit da vorne, dieses immer miteinander macht riesen, riesen Spaß. Sie hat Zehner bekommen, eine ganze Menge, zum Beispiel in der Passage auch. Ganz schön, dieses Gleichmäßige, dieses Lässige und trotzdem Aktive, na klar. Also es war schon eine absolute Spitzentopkür. Wenn man jetzt, das müssen wir irgendwie, müssen wir sie alle auseinanderkriegen, hätte ich fast gesagt. Man hätte sich vielleicht in den Pioretten, ach guck mal, kommt gerade, noch ein wenig mehr Lastaufnahme wünschen können. Noch etwas ausdrucksvoller, die Hanken beugen und zack ins obere, ins Bergauf. So müssen wir die auseinanderfriemeln hier auf diesem kleinen pingeligen Niveau. Weil wirklich, was wir hier sehen, das ist unfassbarer, herrlicher Dressursport. 87,595%. Das bedeutet auch für Dalera neue Personal-Bestleistung. Und sie reiht sich ein auf Rang 2 hinter Showtime und Dorothee Schneider. 87, guck mal, was in dem Gesicht steht. Guck mal, was da alles drin steht. In diesem Gesicht stecken gerade Jahre, die man da reinsteckt, die man da zusammenwächst und dann hier auf den Punkt es so präsentiert. 87,595 in der A-Note ist sie bei 81,15, in der B-Note bei 94,04 und gesamt die 87. Sitz des Reiters, Harmonie zwischen Pferd und Reiter, die Schlussnote einmal die 10. Absolutes Kopfnicken von meiner Seite. So, eins ist schon mal klar. Der große Dressurpreis 2019 geht auf jeden Fall an eine deutsche Reiterin. Jetzt ist noch die Frage, an welche? Es führt Dorothee Schneider vor Jessica von Bredow-Werbel. Und jetzt kommt die Reiterin, die schon 12-mal den deutschen Dressurpreis hier in Aachen gewonnen hat. Den großen Dressurpreis. Isabel Wehrt. Und halten Sie sich fest, das ist einem einfach, kann einem kaum noch bewusst werden. 8-mal hat sie diesen Preis mit Gigolo gewonnen. In den Jahren 93 bis 2000. 8-mal mit Gigolo hier den großen Dressurpreis gewonnen. 2-mal mit Satchmo, dann im vergangenen Jahr mit Emilio und im vorvergangenen Jahr mit Weigold. Jetzt zum ersten Mal hier bei uns mit Bella Rose in einer definitiv bestechenden Form. Die beiden haben Grand Prix und Kür gewonnen. Und ganz leise, wir wollen ja niemandem hier irgendwie zu viel Druck machen. Heute feiert Isabel Wehrt ihren 50. Geburtstag. Wir wissen natürlich, was ihr schönstes Geschenk wäre. Isabel Wehrt und Bella Rose, sie haben die Kür nochmal etwas verfeinert, noch den Schwierigkeitsgrad erhöht, dieselbe Musik genommen, die aber nochmal genau zugeschnitten. Los geht's. Thank you.
Schöner geht's, glaube ich, nicht. Schöner geht so eine Piaf-Pirouette einfach nicht. Was für eine oberabgefahrenes Ende von einer tollen Kür. Sie wird sich, ich weiß nicht, wohin beißen. Die Einerwechsel, da baut sie uns ein Zweier ein. Ich dachte, mir rutscht das Herz hier in die Hose. Entschuldigen Sie meine saloppe Formulierung. Sicher eine Oberhammerkür. Sie fing natürlich, mein Gott, das ist natürlich auch, die ist natürlich hier auch choreografiert bis ins Müh. Das geht da los mit der Piaf-Pirouette. Diese Musik, Isabel sagt selber, ich liebe diese Musik. Und das lebt sie hier einfach komplett aus. Also unfassbar, diese Piaf-Passage-Tour, unheimlich gut. Wir wissen alle, dass der starke Trab sicher bei diesem Pferd nicht das Highlight ist. Sie hat ein, finde ich, echt gutes Maß gefunden. Sie kriegt dann eben nur die 7,5 da. Ja, ist ja auch richtig so. Mehr ist es nicht. Aber dafür muss sie auch die 10er kriegen, wenn es um Piaf-Passage kriegt. Und es hat 10er gehagelt. Natürlich gerade hier am Ende. Galopptour, wirklich, Mann, was hat sie die verbessert? Können Sie sich noch erinnern, als die Stute noch ein bisschen jünger, noch so ein bisschen overaktiv war in der Galopptour? Da war der Galopp wirklich so ein bisschen kürzer, noch so ein bisschen over the tour. Aber hier heute schon wirklich richtig gut, oft durchgesprungen. Da kommt sie ihr so ein bisschen, oh, keine ganz schöne Szene, ich gebe es zu, da ist es ja auch kurz vorm. Gucken Sie sich das an. Ist das eng? Warum reagiert das Aachener Publikum noch nicht, weil die es noch nicht wissen? Isabel Werth hat gewonnen. Es ist wirklich eine knappe Kiste gewesen mit den 89,6 von Dorothee Schneider. Das 13. Mal. Der 13. Sieg im großen Dressurpreis von Aachen. Und wir alle, glaube ich, wissen, dass diese 13, die ist ihr egal. Ihr ist auch ziemlich egal, dass sie heute Geburtstag hat. Aber diese Runde mit diesem Pferd, trotz, Entschuldigung, der verbockten Einerwechsel. Das war ganz sicher ihr schönstes Geburtstagsgeschenk. Es ist das 13. Mal, dass sie diesen Preis hier gewonnen hat. Insgesamt mit 5 verschiedenen Pferden. Das ist schon eine wirkliche, absolutes, ich möchte es anders sagen, es ist ein absolutes Lebenskunstwerk, was wir heute miterlebt haben. Isabel Werth mit 90,45. Sie hat das allererste Mal die 90% mit ihrer Bella Rose geknackt. 84,3 sind es in der A-Note, 96,6 in der B-Note. Insgesamt der Sieg. 90,45, das war er, der große Dressurpreis von Aachen 2019. Und eins lassen wir uns ganz sicher nicht nehmen, die Siegerehrung von diesen riesig großartigen Reitern, Reiterinnen, die wir hier gesehen haben. Schön, dass Sie dabei waren. Genießen Sie die Siegerehrung. Tschüss. Thank you.
letzte Hindernis ist Hindernis. Wir sind wieder schon von den Zuhörern schon phänomenal. Und ja. And the fifth place for Erlend Tans and Charlotte Dujardin, Großbritannien, Great Britain. Auf dem vierten Platz mit 85,39%. Fourth place with a percentage of 85.39%. Aus Dänemark, from Denmark, mit Bohemian, Katrin Dupour. Meine Damen und Herren, das waren die Plätze 8 bis 4. Und ladies and gentlemen, we have the places from 8 up to 4 in the Deutsche Bank Prize. Und wir müssen uns einen kleinen, klitzekleinen Augenblick gedulden. Unsere Siegerin ist natürlich heute sehr stark gefragt. Aber in wenigen Sekunden geht es los mit den drei Besten im Deutsche Bank Preis, dem großen Dressurpreis von Aachen. We have to wait just a few seconds for our winning rider because she was in the German TV for an interview, and I like to wait for her to see her in the big prize giving ceremony at the Deutsche Bank Preis. Ja, wir suchen auch schon, wir versuchen sie herbeizurufen. Vielleicht klatschen wir mal ein bisschen und rufen Isabel Wert und Bella Rose hier ganz schnell zu uns in das Deutsche Bankstadion.
Und jetzt machen wir noch mal ein bisschen Pause, denn die ist leider immer noch nicht da. We still have to wait, I'm very sorry. Wir haben sie wiedergefunden, meine Damen und Herren. Sie sitzt auf dem Pferd, Gott sei Dank. Ja, wir probieren das nochmal, weil ich weiß, ich habe sie gesehen, das Pferd und Isabel sind auf dem Abreiteplatz. Und da sind sie. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Siegerehrung im Deutsche Bankpreis wird vorgenommen durch Herrn Karl von Rohr, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank. In Begleitung von Herrn Karl Meulenberg, Präsident des Aachen-Laurensberger Rennvereins. The prizes are being presented by Mr. Karl von Rohr from the Deutsche Bank. Und auf dem dritten Platz im Deutsche Bankpreis mit 87,595% aus Deutschland mit der Trakehnerstute TSF Dallera BB, Jessica von Bredow-Werndl. Auf dem zweiten Platz mit 89,66% aus Deutschland mit dem Sandro Hitzsohn Showtime FRH Dorothee Schneider.
90,45% der Sieg im Deutsche Bank Preis, dem großen Dressurpreis von Aachen, with a percentage of 90.45, the victory in the Deutsche Bank Preis für die westfälisch gezogene Bellissimo-Tochter aus dem Besitz von Frau Madeleine Winterschulze, Belarus. Und Isabel wird Deutschland, Germany. Herzlichen Glückwunsch. Die Siegerin erhält einen Ehrenpreis, gegeben von der Deutsche Bank AG. The winner receives the prize presented by the Deutsche Bank. Unser besonderer Dank, meine Damen und Herren, gilt der Deutsche Bank AG, Partner des CAI Aachen seit 1955. Our special thanks to Deutsche Bank, Partner of the CHO Aachen since 1955. Und jetzt gratulieren wir der Siegerin und den Platzierten im Deutsche Bankpreis, dem großen Dressurpreis von Aachen. Congratulations to the winning riders. Please take your lap of honor. Wir bitten zur Ehrenrunde.
Meine Damen und Herren, verehrtes Publikum, am 21. Juli 1969 ereigneten sich zwei wundervolle Dinge. Zum einen betrat die Menschheit zum allerersten Mal den Mond. Und zum zweiten gab es ein wundervolles Ereignis in dem wunderschönen Ort Issum am Niederrhein. Dort erblickte Isabel Werth vor exakt 50 Jahren das Licht der Welt und sorgt seitdem für eine Sternstunde nach der anderen. Zum 13. Mal die Siegerin im großen Preis von Aachen, meine Damen und Herren. Und mit Ihrer Hilfe gelingt uns jetzt hier das größte und lauteste Geburtstagsständchen, das die beste Reiterin der Welt jemals gehört hat. Bitte schön. Isabel Werth, wir gratulieren zum Sieg und zum 50. Geburtstag. Isabel, ich darf dich bitten, einmal abzusteigen an dieser Stelle. Es ist sicherlich gleich jemand unterwegs, genau, der kurz behilflich ist. Meine Damen und Herren, Ursula von der Leyen hier im Deutsche Bank Dressurstadion. Toll, dass Sie sich auch diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Wir wissen, Sie liebt Pferde leidenschaftlich und weiß diese sportlichen Höchstleistungen so sehr zu schätzen. Madeleine Winter-Schulze ist mit von der Partie, die Isabel Werth mit ihren Pferden seit vielen, vielen Jahren begleitet. Und natürlich der Turnierdirektor des Concours Hippique International Officiel des CIO in Aachen, Frank Kempermann. So, wir machen jetzt erstmal das Geburtstagsbildchen an dieser Stelle. Schieben in der vielfach geübten Choreografie die Torte ins Bild. Das funktioniert ganz hervorragend. So, und jetzt kommt das Mikrofon natürlich auch zu Isabel und zu Frank. Liebe Isabel, ja, wir kennen uns schon lange, aber du feierst oft deinen Geburtstag hier in Azores. Aber diesen besonderen Geburtstag, ich glaube, ich kann dich im Namen von alle auf dem ganzen Gelände, sind 46.000 heute, ganz, ganz herzlich gratulieren. Und wir alle hoffen, dass du noch viele, viele Jahre hier deinen Geburtstag feierst. Dankeschön und herzlichen Glückwunsch. Und natürlich möchten wir das Geburtstagskind selbst auch noch zu Wort kommen lassen. Ich vermute mal, das größte Geburtstagsgeschenk, das kam von Belarus, oder? Das ist richtig. Das war einfach großartig heute, dass das hier natürlich zum 50., was viele ein bisschen erwartet, erhofft, aber das macht die Sache ja nicht einfacher. Und Doro hatte ja auch gewaltig vorgelegt und dass Bella dann das heute so nach Hause gebracht hat. Es war einfach ein tolles Gefühl, dann am Ende über die Mittellinie zu reiten und das Publikum auch so mitgemacht hat und das auch gespürt hat. Vielen, vielen Dank. Sie haben mir heute einen großartigen Geburtstag bereitet und es war einfach ein tolles Erlebnis. Danke. Wir finden es wunderbar, Isabel, dass deine Eltern bereits vor 50 Jahren, nämlich am 21. Juli 1969, so weitsichtig geplant haben, weil damals schon erahnt werden konnte, dass dieser große Preis genau zu diesem Zeitpunkt 50 Jahre später mit einem Geburtstag gemeinsam hier in Aachen über die Bühne gehen würde. Es gab ja so viele wunderschöne Momente. Meine Damen und Herren, liebe Isabel Werth, wir haben die Gelegenheit, wenn wir gemeinsam auf die beiden Leinwände schauen, einige davon an dieser Stelle noch einmal mitzuerleben. Bitte schön.
glücklich. Happy Birthday, Isabel Wirth. Und wir haben an dieser Stelle ursprünglich in unserer Ablaufchoreografie geplant, dass Isabel Wirth selbstverständlich im Sattel das Viereck wieder verlässt. Ich fürchte allerdings, wir haben da ein kleines technisches Problem, denn es ist kein Pferd im Viereck. Das soll uns aber überhaupt nicht stören. Wir haben nämlich die Gelegenheit, sehr, sehr ehrenvoll dieses Viereck zu verlassen mit einer ganz besonderen musikalischen Untermalung. Es waren so viele Chören und es war so schöne Musik jedes Mal. Wir haben uns sehr, sehr viel Mühe gegeben und die schönsten Melodien noch einmal zusammengefasst zu einem Medley, das wir jetzt, meine Damen und Herren, gemeinsam in Ihren tosenden Applaus als Dankeschön noch einmal für Isabel Wirth abfahren. Meine Damen und Herren, zum 13. Mal hat sie den großen Preis von Aachen gewonnen und exakt am heutigen Tag 50 Jahre alt. Aller Grund zu feiern. Legen Sie noch mal richtig los mit einem großen Applaus für die weltbeste Reiterin. Die beste Reiterin aller Zeiten. Isabel Wirth, Deutschland. Das wollten wir Ihnen gern nochmal sagen. Und von uns war es das jetzt hier aus dem Deutsche Bankstadion.